Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Und ich sehe gerade Version 1.031 Mod. Das war letztes Mal noch nicht da. Ich habe eigentlich nichts Neues hinzugefügt, deswegen wundere ich mich gerade. Vielleicht wurde Isaac einfach nur geupdatet und deswegen Version 1.03. Und jetzt erkennt er wohl automatisch Mods oder wie? Keine Ahnung. Hoffentlich. Hä? Hoffentlich schränkt das uns nicht ein. Auf jeden Fall müssen wir noch eine Challenge machen, nämlich die Demoman-Challenge, nachdem wir in der letzten Folge ja die Cat Got Your Tango-Challenge gemacht haben. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein und wir sind im Keller mit dem guten Isaac als Demoman. Und um diese Challenge zu erklären... Oh nein. Au. Shit. Warte. Ich will die Challenge erklären. Lass mich die Challenge erklären. So, um diese Challenge zu erklären. Wieso ist das eben... Hä? Man startet mit dem Dr. Fetus-Item. So, warte. Man startet mit dem Dr. Fetus-Item. Das erlaubt uns halt die ganze Zeit diese Bomben zu schießen. Dann haben wir noch den Remote Detonator, den als Space-Item. Das heißt, wenn wir die Bomben schießen, dann können wir einfach Space drücken. Und dann können wir selber entscheiden, wann die Bombe explodieren soll. Das ist auch ganz cool. Und dazu haben wir noch den Matchstick hier unten als Trinket, welcher macht, dass öfters Bomben spawnen. Genau. Was? Machen wir so wenig Schaden, dass wir die echt zweimal treffen müssen? Und zudem starten wir aus irgendeinem Grund mit ganz vielen Bomben, die wir eh nicht brauchen werden, da wir sowieso unendlich Bomben haben. Aber gut. Geschenkte Sachen nimmt man ja immer gerne an. Für irgendwas werden die schon nützlich sein. Ich denke eher nicht, aber naja. So, und bekommen würden wir etwas richtig, richtig Gutes, nämlich die Chaos-Karte. Vielleicht sollten wir auch die ganzen Steine kaputt machen, da kann ja immer mal ein Geheimraum drin sein. Die Chaos-Karte, die uns erlaubt... ich sollte das vielleicht anders erklären. Das ist eine ganz normale Karte. So wie jede andere Karte auch. Nur kann man mit der... Oh nein, wir verlieren viel zu viele Leben. Wenn das eine Bad Trip ist... Okay, Tierstop, ich glaube, das bringt sogar was mit den Bomben. Eine ganz normale Karte. Und wenn man sie einsetzt, dann wirft man sie halt in eine Richtung. Und... Alles, was in dem Weg ist... Von der Karte, die ich weiß nicht, wie weit die fliegt. Ich glaube, über die Hälfte der Map oder so. Vielleicht auch über die ganze. Also über den ganzen Raum. Die tötet dann alle Gegner im... Wo sie durchfliegt, sofort. Das zählt auch für Isaac und auch für das Blue Baby. Deswegen ist das eigentlich sehr, sehr geil. Au. Wenn man dadurch einfach Isaac one-shotten kann. Oh nein. Und auch das Herz wahrscheinlich. Alles. Deswegen ist das eine sehr tolle Karte und deswegen lohnt sich diese Challenge auch. Und sie sollte auch eigentlich nicht so schwer sein, wenn ich mich nicht die ganze Zeit selber treffen würde. Sollte vielleicht mit den Remote Detonator ein bisschen aufpassen. Ich gebe es ja zu. Ja, wir kriegen zwar ganz viel Geld, aber keine Herzen. Jetzt habe ich leider ein bisschen Scheiße hier gebaut, in denen ich mir ganz viele Herzen abgezogen habe. Sollten wir einen Schlüssel finden, dann könnten wir in den Shop reingucken und uns da vielleicht Herzen kaufen. Aber so ist er jetzt doof. Und außerdem müssen wir bis zu Moms Herz kommen, ja. Um diese Challenge zu beenden. Sollte an sich kein Problem sein, weil diese Item-Kombi einfach eigentlich OP ist. Seit denn man trifft sich ja dauernd selber, so wie ich, dann ist sie wahrscheinlich nicht mehr so OP. So. Hi. Okay, was ist denn da jetzt passiert? Mr. Boom kriegen wir. Ja, brauchen wir eigentlich... Überhaupt nicht, da behalten wir lieber den Remote Detonator. Um ehrlich zu sein. So, da kann ja überall noch was drin sein. Aber wieso ist er denn jetzt mit einem Schuss gestorben? Uns soll es nicht stören. Wir machen auf jeden Fall alle Steine kaputt. Kann immer mal was drin sein. Oh, nee. Immer mal was drin sein. So. Komm schon, gib mir Geheimräume. Ich will ganz viele Geheimräume. Dann nicht. Aber immerhin ganz viel Geld. Geld ist auch was Schönes. Ja, yeah, yeah. Ich hätte aber wirklich gern Schlüssel. Jetzt können wir nicht in den Geheimraum. Goldene Räume gibt es natürlich wieder nicht, weil das eine Challenge ist. Und The Hound. Das war irgendwie klar. Weil es einfach der Keller ist. Und der Keller ist böse.
Wow, wir müssen die... Was? Wir müssen die dreimal... Okay. Nicht cool. Aber wenigstens sollte der Hound ein bisschen einfacher sein, weil wir einfach ihn aufhalten können mit unseren Bomben. Sodass er gar nicht an uns rankommt. Oh. Es sei denn, wir machen das so und jetzt wird er uns vielleicht doch gleich töten. Naja, oh, na toll. Okay, das machen wir einfach nochmal. Und dieser versuchen wir uns nicht so oft selbst zu treffen. Oh, ich hasse so Hound. Der tötet mich jedes Mal. Das ist echt böse. Oh, sehr schönes Item. Wenn wir getroffen werden, besteht eine sehr gute Chance, dass wir schwarze oder blaue Herzen fallen lassen. Das war eben doof mit Sahund. Der hat einfach unsere Bombe auf uns selber zugeschleudert. Hat uns mit unseren eigenen Waffen geschlagen. Aber irgendwie machen wir gar nicht so viel Damage. Ich hätte gedacht, wir machen mehr Damage mit den Bomben. Dann sollten wir vielleicht noch ein paar Sachen finden. Wäre bestimmt ganz cool. Irgendwelche Bombeneffekte wären ganz cool. So dass die einfach die ganze Zeit brennen oder sowas. Au. Au. Hä, guck mal da links. Die Trophäe ist durchgestrichen. Heißt das, wir können das jetzt gar nicht freispielen, weil wir einen Mod drin haben oder hä? Oder war das in der alten Challenge auch schon so? Hm. Hoffentlich kriegen wir die Sachen trotzdem, sonst wäre das ein bisschen schade. Und wir haben wieder nur ein halbes Herz. Was ist denn hier los schon wieder? Da ist ein Herz, das hätte ich gern. Komme ich da irgendwie sicher ran? Gib mir das. Dankeschön. Aber mit dem Remote Detonator kann man das wenigstens besser anpassen. Das ist sehr schön. Dann muss man das nicht immer so, so komisch machen. Was ist denn los? Dieser Remote Detonator tötet mich aber auch selber. Ich mache das immer viel zu früh. Oh Mann. Das ist nicht so toll. Das ist überhaupt nicht toll. Wieso? Wir brauchen eigentlich keine Bomben. Allerdings haben wir diesmal wenigstens ein paar Schlüssel, sodass wir in den Shop reingucken können. Aha, Spinnen. Ich habe euch genau gesehen. Ach doch, das ist schön. Alle Steine kaputt machen. Immer alles kaputt machen. Wir sind ein Rowdy. Da können wir auf jeden Fall mal reingucken. Da gäbe es nur ein paar Pillen und einen Schlüssel. Nö. Nö. Lassen wir alles da. Das brauchen wir nicht. Obwohl, Pillen könnte man ja mal mitnehmen. Tschö. Haben wir nicht noch... Wir könnten noch nach einem Supergeheimraum suchen. Das machen wir natürlich auch. Wenn wir schon unendlich Bomben haben, dann suchen wir auch noch einen Supergeheimraum. Schwarzes Herr. Ja gut. Hallo, Bass. Larry Jr. Der sollte ziemlich schnell sterben. Nicht? Eigentlich schon. Komm schon. Gut, das hat zu lang gedauert. Oh, ein Pentagramm. Bringt das auch was für unsere Bomben? Ich hoffe. Wäre ganz schön. Gut, sonst ist hier nichts. Dann können wir weiter. Wow, wir haben die erste Ebene überstanden. Ein Glückwunsch an mich. Danke, danke. Geheimraum? Kein Geheimraum. Der explodiert oder nicht? Ne, tut er nicht. Ne. Oh, ganz viel Geld und so viele Schlüssel. Wo kriegen wir... Eigentlich sollten viel mehr Bomben droppen. Der Matchstick ist richtig unnötig, oder? Wir haben sowieso schon unendlich Bomben. Und mit dem Matchstick droppen einfach noch mehr Bomben. Naja. So, was bist du denn für ein schöner Raum? Okay, das ist okay. Solange nicht alles gerevolt wird, ist alles gut. So, kann da eigentlich auch ein Geheim... Wir gucken einfach mal nach. Wir haben ja genug Bomben. Quasi unendlich. Egal. Was ist das denn? Ah, nee. Alles mit Bomben, toll. Wir kriegen nur Items, die Bomben spawnen. Wow. So.
Ach, da ist er. Gut, da wollte ich zwar gar nicht gucken, aber wenn er sich schon freiwillig offenlegt. Aber wir haben auch so viel Geld. Aber eigentlich. Na. Tschüss. Hallo? Haha, au. Verdammt. Ich dachte schon, ich hätte die Träuber mal ausgetrickst, aber nein. Sie hat uns dann doch getrollt. Ich bin. zu viele Leben. Oh nein, wir haben zu viele Leben. Wer hätte damit rechnen können? First World Problems. Zu viele Leben. So. Ich hoffe halt echt, dass wir jetzt hier irgendwie das auch freischalten können. Ich bin mir gerade echt unsicher, ob bei der letzten Challenge auch diese Trophäe durchgestrichen war. Oder das heißt einfach nur, dass wir die Challenge noch nicht geschafft haben, dass wir die Trophäe noch nicht haben. Ist natürlich auch möglich. Hoffen wir mal das. Statt das andere. Aber wundert mich halt, dass da jetzt Mod stand. Und wundert mich auch, dass sie wieder geupdatet haben. Was haben die geupdatet? Sollte ich vielleicht mal nachgucken. Ja. Aber erstmal gucken wir nochmal nach einem super Geheimraum. Der sicherlich irgendwo ist. Oh, das ist ein schönes Item. Nehmen wir aber trotzdem nicht mit, weil der Detonator eigentlich viel besser ist für unser Equip. Aber den Schlüssel können wir mal mitnehmen. Super Geheimraum. Wo bist denn du? Irgendwo muss der ja sein. Hier haben wir eigentlich überall schon geguckt, oder? Ja. Dann vielleicht in diesen Raum da unten. Oder hier. Ne, da rechts kann er eigentlich nicht sein. Wir gucken trotzdem nach. Nee. Hä, wo denn dann? Im Shop? Im Shop auf der linken Seite? Ne, da war auch schon. Hä? Okay, es gibt keinen Supergeheimraum. What's up? Oder hier ganz unten. Wahrscheinlich. Ja, okay. Es gibt doch einen. Und wieder nur einen Automaten. Oh, der gibt blaue Herzen. Okay. Okay, was ist das? A card against humanity. Was hat das dann nochmal gemacht? Wir haben das freigeschaltet. Okay. Wir haben das freigeschaltet. Mit irgendeiner Challenge. Oh, das geht schön schnell, oder? So kann man sein Geld verbrasseln. Lemon Party. Okay, machen wir beide kaputt. 15 Münzen würde ich gerne behalten. Für den nächsten Shop. Geh weg. Nein. Ah, diese Trollbombe trollt uns immer wieder. Wir wollen sie aufhalten und dann trollt sie uns trotzdem. Was war A Card Against Humanity? Probieren wir es bei Pin aus. Oh nein. Oh nein. Shit. Okay, es hat den ganzen Raum voller Scheiße gemacht. Ja, super. Toll, damit haben wir uns Pin jetzt ein bisschen schwerer gemacht. Und mussten uns selber wehtun, weil wir einfach keine andere Chance hatten. Und als da irgendwie anders rauszukommen. Wow. Das war natürlich gut. Aber ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Aber die Karte hatten wir noch nie, deswegen wusste ich das nicht so genau. Shot Speed Up. Wow. Two of Diamonds hat das Geld verdoppelt. Dann können wir auch noch die andere Karte mitnehmen. Da war doch eine, oder? Nee. Gut, ich habe wieder Hallos. Ich dachte, da wäre eine Karte. Egal. Wie das jetzt hier... Nein, da war ein Teufelsreich. Ich bin so dämlich. Wieso gehe ich da nicht rein? Egal. Wird schon nicht so was Tolles drin gewesen sein. Und wir können sogar den Challenge-Raum... Ja, ein rotes Herz. Was, echt? Haben wir nicht hier das Pentagramm gefunden? Ach, doch, doch, haben wir. Okay, irgendwie macht das trotzdem nicht mehr Schaden. Oder machen die Bomben weniger Schaden, wenn wir sie mit dem Detonator auslösen? Dürfte eigentlich nicht sein. Au. Hier, bei denen zum Beispiel. Da ist doch jetzt der Detonator richtig gut. Weil sonst müsste man das immer alles so blöd anpassen. Und jetzt nicht mehr, weil man die einfach sprengen kann, wann man will. Und das ist ganz toll. Noch eine Welle? Nein. So viele Herzen. Bin ich gar nicht gewohnt, durch den Hard-Modus so viele Herzen spawnen zu sehen. Ah, ich bin mein eigener Feind. Mein größter Feind bin ich.
tue mir immer selber weh. Gut, da kommen wir sowieso nicht ran. Dann müssen wir das auch gar nicht wegsprengen. Stirb, Spinne. Du auch. Alles. Alles töten. Töten und gedärmen und so. Ach, die können da rüberfliegen. Ah, jetzt komm her. Okay, warte, das machen wir cool. Na gut, doch nicht. Doch nicht. Warum auch immer ich die Bombe jetzt mitnehmen möchte. So, immer schön nach einem Geheimraum suchen. Nö, überall nicht. Aber wir sind immerhin ein Gentleman. Und gucken wenigstens überall. So wie es ein echter Gentleman immer tut, ne? Wir suchen überall nach Türen, die wir vielleicht mal aufhalten könnten. Aber nein. Das Spiel meint es nicht gut mit uns. Das ist ja chillig. Die kann man einfach aufhalten. Aber wenn sie nicht aufgehen, dann bringt uns das natürlich auch nichts. Nein, jetzt müssen wir die noch echt dreimal treffen. Wow. Geheimraum kann dann nicht sein. Dann da. Hat er getroffen? Ich hoffe. Aha, alle drei getroffen. Perfekt, du musst du. So. Da ist er. Gefunden, hab dich. Hab ich dich gefunden. Spinn, spinn, spinn. Nein, geh weg. Du ziehst mir heute keine Leben ab. Heute nicht, Spinne. Heute nicht. Okay, wir sind mehr als reich. Wir brauchen ganz dringend einen Shop. Wir müssen irgendwie unser Geld loswerden. Irgendwie. Bitte, Welt, gib mir eine Chance, mein Geld loszuwerden. Boom. Explosion mit Explosion besiegen. Beste Taktik. Was? Wieso komme ich da nicht rüber? Das? Ach nee, das ist nicht so ein Teil. Ah. Die schöne Münze. Gut, hallo Shop. Was gibst du uns? Was war das? Das war dieser Konverter? War das dieser Konverter? Ja. Convert your soul. Oh verdammt, was hat er gemacht? Hat er eben nur drei Leben? Haben wir jetzt vier Herzcontainer dafür bekommen? Okay. Ja, frag nicht, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der konvertet blaue und schwarze Herzen zu. Okay, lol. Okay, die fliegen nicht anders. Das ist ja witzig gewesen, aber nein. Zu einem Herzcontainer, wie es aussieht. Life to die. Give up. Niemals. Judgment. Strength. Chariot. Eine blöde Karte. Ah, dir können wir eigentlich was geben. Judgment. Two of Diamonds. Das ist besser. Dir können wir auch ganz viel Geld geben. Ein Schlüssel. Eine Bombe. Tötest dich selber. Okay, warum? Warum tust du das? Wir wollten doch noch so viel erleben. So, da liegen ja noch überall ganz viele Herzen, deswegen kann ich denen ruhig ein paar Herzen geben. So, Hermit, okay. Danke. Poison Touch, noch immerhin. Strength, Hermit. Chariot. Strength. Wir nehmen Stärke mit. Ui, das ist natürlich auch cool. Aber rote Herzen tropfen ist auch cool. Alter, was geht denn hier ab? Two of Hearts. Okay, warte mal. Machen wir das so. Geben denen was. Chariot.
ein paar mehr Schlüssel. Jetzt kriegen wir hier noch die Portable Blutbank. Oh Gott. Was hat das Spiel vor? Noch eine Karte. Jo, gib einfach noch mehr. Ich brauche so Stars nicht. Das bist du. The Fool. Okay, ganz schön viele unnötige Karten. Wir spielen noch bis 40, dann sollte das erstmal lang. Nee, ich wollte diese High Priestess. Ist natürlich auch eine coole Karte. Wir nehmen aber so Strength mit. Obwohl. Nee, komm, wir nehmen High Priestess mit. Das. High Price. So. Okay. Okay, hier liegen viel zu viele Karten und Twinkles rum. Was bist du noch? Okay, nein. Schon wieder? Nee, das machen wir nicht nochmal. Noch ein Raum voller Scheiße brauchen wir nicht. Obwohl. Lucky Num. Lol. Habt ihr gesehen? Das müsst ihr jetzt beim Lotto einsetzen und dann gewinnt ihr. Ich sag's euch. Okay, so. Geh kaputt. Okay. Hm. Wir. Was? Danke. Wir sammeln kurz alle Herzen ein. Hä? Ich bin jetzt gerade voll verwirrt. Dieser Automat hat mich richtig doll verwirrt. Oh Mann. Wieso sind das hier alles nur halbe Herzen? Oh. Das ist hoffentlich ein ganzes Herz. Dankeschön. Aber wenigstens wieder volle Herzen. Und diesen Raum können wir doch schön voller Scheiße machen. Yay! Ein ganzer Raum voller Scheiße. Das ist toll. So, ein ganzer Doppelraum voller Scheiße. Damit uns ja keiner verfolgt. Und dann nehmen wir gleich die Chariot-Karte mit. Ich meine, Stärke-Karte brauchen wir an sich eigentlich gar nicht. Weil... Ich glaube, die Stärke-Karte macht uns gar nicht stärker. Oh, Gluten-Toni. Das ist natürlich auch schön. Leider kommen wir an sein Item eh nicht ran. Dass er gleich droppen wird. Nein, ich will da aber ran... Oder? War da... Hängt Man oder... Nee, waren leider nicht dabei, oder? Irgendwas, was uns... kurz schweben lässt. Schauen wir mal. High Priestess, The Fool, The Stars, Strength, Chariot, Hermit. Nee. Dann nehmen wir High Priestess mit. Was gab's hier noch? Den Konverter. Wollen wir ausprobieren, ob der das wirklich... Na. Na, wir behalten unsere blauen Herzen und gehen jetzt einfach mal zu Piep. Den können wir auch mal hier... Bam! Haha! Damit hat er nicht gerechnet, dass Mom plötzlich gegen ihn ist. Gut. Speed und Range, bringt das? Oh, das bringt wirklich was, oder? Fliegen die jetzt weiter? Auf jeden Fall schneller weiter, oder? Dark Bomb! Juhu! Bestes Item! Bestes Item, wo gibt? Gib mir das. Da, kannst das Herz aufsammeln. Yay! Okay, sind wir hier fertig? Vierte Ebene und wir sind richtig langsam, aber das ist okay. Das ist okay, wir sind schließlich Eiseeck. Oh! Da hat der Duckbum aber was Schönes. Was? Was? Der kann Spinn spawnen? Ist das jetzt seit dem neuesten Update oder was? Damit er nicht so OP ist, wie er sowieso schon war. Gut möglich, dass er ihn jetzt ein bisschen angepasst hat, weil der Duckbum davor einfach zu OP war. Kann ich mir gut vorstellen. Und irgendwie finden wir viel, viel, viel zu viel Geld. Das ist auch nicht mehr normal. Ah ja, Poison Touch haben wir auch noch bekommen. Okay. Dieser Raum war irgendwie doof. Der mochte uns nicht so wirklich. Okay, der kann jetzt also auch Spinn spawnen. Habe ich davor noch nie gesehen. Vielleicht konnte er das auch schon vorher. Und ich hatte nur immer Glück, dass er das nicht gemacht hat. Aber ich glaube, das ist neu. Was bist du? Telepille? Hallo? Hallo, Geheimraum, na? Ein Herz, das kann er gerne einsammeln. Er sollte mir jetzt, glaube ich... Nee, was? Wieso gibst du mir nichts? Aber dann spätestens jetzt. Dankeschön. Die
Die müssen wir auch dreimal treffen. Das gibt's doch gar nicht. Eins, zwei, ja, Tatsache. Okay, wir sind irgendwie ganz schön schwach, obwohl wir ein Pentagramm haben. Obwohl wir ein Pentagramm haben. Wow, okay. Ich meine, wenn man die dreimal treffen muss. Lavas hier. Alles für dich, Darkbam. Alles für dich. Was haben wir hier? Greed. Also noch mehr Geld brauchen wir eigentlich wirklich nicht. Danke, Spiel. Gib uns lieber ein paar Shops, wo wir Geld ausgeben können. Mit guten Items drin. Jetzt sind wir gleich reich. So. Vielleicht sollten wir nochmal nach einem super Geheimbaum suchen. Da nicht. Dann vielleicht hier. Das war schlecht geworfen. Ja. Bombs Aki. Range down ist uns egal. Lockdown ist uns auch egal. Full Health. Wieso fehlt uns ein Leben? Hä? Wir haben Full Health und uns fehlt ein Leben. Okay. Ich frage einfach nicht nach. Wir gehen einfach zu Hollow. Dem dicken Würmchen. Au. Er hat uns ausgetrickst. So, Hollow hat uns ausgetrickst. Und was gibst du? Jo. Okay, das ist wirklich neu. Davor hat er ja wohl nie Spinnen gespawnt. Als wenn das jetzt plötzlich so kommt. Das glaube ich nicht. Das haben die neu eingefügt. Finde ich aber gut. Davor war er nämlich viel zu OP. Obwohl, man lässt ja sogar extra ein Herz für ihn fliegen. Man opfert extra ein Herz für ihn, damit man ihn bekommt. Oh, wir sehen übrigens sehr cool aus. Ich mag diesen Effekt an den Händen, wenn man diese Feuerdinger einsammelt. Das mag ich. Jetzt sind wir ein echter Feuerbändiger. Ein echter wahrer Pyromantiker. Oder auch Pyromane genannt. Okay, die müssen wir wenigstens nur zweimal treffen. Das ist doch schön. Wir werden immer böser und böser. Nix. Jetzt müssen wir das ja echt nochmal neu aufsprengen. Wow. Oh, wir hatten eben schon Greed. Wir brauchen keine zwei Greeds hintereinander. Und dann auch noch mit diesen nervigen Gegnern, die einfach viel zu viele Leben haben. Plum, 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 plum. Herz. Da kriegen wir doch. Da kriegen wir bestimmt was. Dankeschön. Dankeschön, du netter kleiner Typ. Da ist noch ein Herz für dich. Alles für meinen kleinen Darkbam. Lemon Party. Nice. Balls of Steel hat uns leider nichts mehr gebracht. Da gehen wir natürlich nicht raus. Aber wir machen noch alle Steine kaputt. Haha. Chaos. Die holen wir uns auch. Auch wenn wir überhaupt keine Bomben brauchen. Wir haben es ja. So. Au, das war natürlich mit Absicht, weil ich weiß, dass wir gleich wieder blaue Herzen bekommen. Ich will alles haben. Gib mir alles. Ich bin so gierig. Die Truhe bitte auch. Gib mir die Truhe. Dankeschön. Was ist da drin? Ein Herz. Oh. Guck, da haben wir schon wieder volle Leben, wenn wir es aufsammeln würden. Machen wir aber noch nicht. Ha! Machen wir einfach noch nicht. Oh nein. Oh, ich hasse euch. Ich hasse euch. Ihr tut... Oh, ein X auf einem Stein. Ein X auf einem Stein zeigt gute Sachen an. Zum Beispiel ein blaues Herz. Juhu. Jetzt haben wir gleich wirklich 99 Münzen. Spiel, gib mir bitte die Chance, mein Geld auszugeben. Ich will nicht so viel Geld haben. Au. Justice. Yay. Yay. Wir haben einfach viel zu viele Leben. The Tower, Death, Lemon Party. Dann nehmen wir lieber die Lemon Party mit. Oh, weia. Aber schön, dass sie sich gegenseitig töten. Das ist immer ganz cool. Gibt's sonst was? Nee, okay. Darkbam, du hast echt nachgelassen.
Okay, dann sollte man sich das aber vielleicht doch überleben, den zu kaufen. Doch, nein. Man sollte ihn immer kaufen. Immer. Duck Bum ist eines der besten Items in diesem Spiel. Man kann ihn ja sogar spielen. Dann muss er ja gut sein. Hallo, The Fallen. Bei dir bringt die Lemon Party nichts, hä? Das ist schade. Ich wollte jetzt eigentlich eine Lemon Party hier für dich schmeißen. Aber weil du fliegen kannst. Du hast alles vernichtet, was ich in jahrelanger Arbeit. Ich habe alles vorbereitet für die Limonparty. Und dann kannst du einfach fliegen. Okay, das wird interessant. Was passiert jetzt? Gar nichts. Fliegen die Bomben jetzt vielleicht durch Gegner durch? Das wäre ja witzig. Das kaufen wir auf jeden Fall. Your enemies will pay. So. Da die Zeit sowieso schon lange um ist, gucken wir jetzt einfach nochmal nach einem Geheimraum. Irgendwo wird er sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, die fliegen jetzt echt da durch. Wie cool ist das denn? Okay. Dann haben die Dinger wenigstens doch was gebracht. Die Todessensen. Ach, guck mal, wir tragen die... Au. Wir tragen die Seite sogar mit uns rum. Das ist auch cool. Die fliegen da jetzt durch. Das heißt, wir müssen mit dem Detonator wirklich arbeiten. Ah. Mache ich aber sowieso schon die ganze Zeit. Und wir können endlich Geld ausgeben. Dankeschön. Eine Batterie, die wir nicht brauchen, weil unser Item gar keine Aufladung braucht. So. Können wir wenigstens unser ganzes Geld ausgeben. Okay. Das war Faith Up. Glaube ich. Jetzt habe ich nicht gelesen, was... Ah, Text, geh weg. Ja, Faith Up. Damit spawnen öfter Seelen... Nicht Seelenherzen, sondern diese Weißen. Wie habe ich die genannt? Challenge Up. Challenge Up ist cool. Challenge Up nehmen wir mit. Oh. Hä? Heiligenherzen? Ja, ich glaube, ich habe die Heiligenherzen genannt. Nicht nochmal rüberlaufen. Den anderen Geheimraum... Ja, komm, suchen wir den anderen Geheimraum auch noch. An so vielen Stellen kann da ja eigentlich gar nicht sein. Warte, haben wir da links schon geguckt? Ja, gut. Er könnte noch hier oben sein. Gut, die war schlecht geworfen, aber da ist er wahrscheinlich auch sowieso nicht. Ach, den anderen haben wir schon. Ja, gut. Dann können wir auch die Ebene verlassen. Das Winkel, das ich ihm aufgesammelt habe, macht Challenge Up, stand da. Und damit spawnen öfters Bosse. Und Bosse lassen bekanntermaßen bessere Sachen fallen. Deswegen ist das an sich ein gutes Item. Wir sind sowieso OP genug, um es mit Bossen aufzunehmen. Also habe ich es mal mitgenommen. Hi. Hi. Ich habe Poison Touch. Seid ihr sicher, dass ihr mich berühren wollt? Wo kommt die Kiste her? Hä? Okay, dieser Raum ist irgendwie böse. Dabei sind wir das Böse. Hallo? Hallo? Na? Echt? 25 Münzen? Wir brauchen nichts weniger als Geld. Naja, gut. Nehmen wir mit. Waren wir in dem Geheimraum eben schon drin? Waren wir, oder? Waren wir? Waren wir. Ja, klar, da war doch eben die 25 Dingsmünze drin. Oh, ich bin heute voll verwirrt. Irgendwie. Ich hatte viel zu wenig Schlaf. Lalalala. Wo bist du, Geist? Geist, komm her. Gibt's sonst? Nein. Hier war die Münze, genau, ich erinnere mich. Nein. Nein. Hör auf. Stop it, you. Stop it. Au. Aha, wir machen eure ganzen Steine kaputt. Dann könnt ihr nichts mehr machen. Wir könnten auch einfach durchwaschen, fällt mir gerade auf. Man kann ja einfach durch alle Türen sich einfach durchsprengen.
Egal, jetzt ist zu spät. Jetzt machen wir ja auch alles vernünftig. Ist bestimmt auch nicht so geil zum Zuschauen. Danke. Geist? Geist der Wache. Meh. The Emperor. Aber das ist die Mar... Ja. Das ist die Marm-Ebene. Gehen wir noch kurz in den Shop rein. Karten. Karten. Karten, 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 Karten. Nee. Gehen wir zum Boss. Hallo, Molly. Guck mal. Bomben für dich. Ganz viele Bomben für dich. Ich bin nämlich heute mal großzügig und gebe dir meine ganzen Bomben. Irgendwie ist unser Schaden nicht so geil. Ich hätte gern mehr Schaden. Aber wenigstens können wir durch die Gegner durchschießen. Das ist an sich ganz gut. Weil wir dann auf jeden Fall Marm treffen. Okay, der... Oh, er hat gar nichts gemacht und ich spreng ihn trotzdem in die Luft. Au. Das eine blaue Herz ist übrigens eben gespawnt, weil wir diese schwarze Maske aufgesammelt hatten. Und wenn man dann getroffen wird, dann spawnt ja mit einer Wahrscheinlichkeit von keine Ahnung was. Schwarze oder blaue Herzen. Und deswegen ist das ein schönes Item. Wow. Gleich bist du tot, Mutti. Das ist voll cool, sie trifft einen Eimer. Zieht ein halbes Herz ab und dann kriegt man einfach ein ganzes blaues Herz wegen dem Item. Naja, naja. Gibt's sonst was? Nein. Aber Tears Up. Was uns nichts bringt, oder können wir jetzt schnell. Ja, ja doch. Aber an sich. Was? Wie groß war denn die Ebene? Wir. Okay. Gut, gut, dass wir uns dahin teleportet haben. Womp 1. Bin ich ja mal gespannt, wie wir mit Mom zurechtkommen. Sollte an sich kein Problem sein. Allerdings, wenn wir so wenig Schaden nur machen, dann ist das vielleicht doch ein Problem. Ich könnte ja auch einfach rausgehen, fällt mir gerade auf. Aber dann hätten wir diese coole Truhe nicht bekommen mit Range Down. Und das wäre natürlich schade gewesen. Okay, auf euch habe ich irgendwie keine Lust. Tschüss. Weh, ich muss da gleich nochmal rein. Dankeschön. Ein Herz will er noch haben. So. Danke. Aua. Komm, du kleiner süßes Ding. Meins. Was kriegen wir? Oh, bringt uns leider nichts mehr, deswegen nehmen wir es auch gar nicht erst mit. Obwohl, wollen wir es vielleicht doch mitnehmen? Doch, wir nehmen es mit. Hoffentlich ist die Fliege jetzt weg. Nein. Ja, gut. Challenge. Nein, das... Ach so. So, warte mal, was? Ja, können wir aber... können wir nicht mitnehmen. Der Detonator ist lebensnotwendig für uns. Vor allem, weil wir jetzt diese durchdringenden Bomben haben, sozusagen. Können wir uns nicht leisten. Sonst ist das ja richtig das coole Item, weil sich das halt auch auflädt. Damit können wir ganz schön viele Herzen farmen. Herzcontainer sogar. Habt ihr ja, glaube ich, gesehen, ne? Das hat ein Heiligenherz gegeben. Beim Einsatz. Bolz of Steel, auch sehr schön. So. Au, das war wieder klar. Ich laufe immer über Stacheln rüber. Eigentlich habe ich keine Lust auf diesen Raum. Und deswegen machen wir ihn noch nicht. Aber jetzt müssen wir ihn gleich nochmal machen. Da. Oh, nix für uns.
Tschüss. Wo denn dann? Jetzt müssen wir den hier auch wieder überspringen. Oh. Ganz viele Pillen für uns. Health up, sehr schön. Und Lemon Party. Yay. Wir können wieder eine Limonenparty schmeißen. Na, wenn das nichts ist. Telepillen brauchen wir nicht. Du bist doof. Du bist ebenso doof. Was bist du, Death? Wir behalten die Limonenparty. Damit machen wir anderen eine Freude mit so einer Limonenparty. Aber cool aussehen tun wir. Ein bisschen so wie Marilyn Manson. Finde ich. Oh. Oh, danke schön. Du bist mir ja einer, Darkbomb. Au. Au. Ich hasse euch. Ich hasse euch wirklich. Naja, Bots of Steel. Dann hasse ich euch doch nicht. Hier, nehmt das Herz. Man kann nicht voll herumschubsen. Aha. Au. Au. Okay, Dankeschön. Sollte lang. Conquest. Oh, dann kriegen wir sogar noch einen Würfel. Oh, die Lemon Party bringt uns leider nichts mehr, weil wir nix. Keine Gegner mehr haben, die auf dem Boden sind. Diese abgehobenen Bosse immer. Echt schlimm, sowas. Au. Au, hallo? Jetzt hör aber mal auf mit deinen komischen Tränen. Und gib mir lieber dein Pferd. Aha. Aber das Pferd will ich nicht, also gehe ich. Oder? Hatte ich das davor schon mal eingesammelt? Ich hoffe. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon in der letzten Ebene. Und haben sogar unseren Herzcontainer durchgebracht. Unser Heiligen Herz. Ich habe gelesen, bei 50, ja, bei 50, wenn man 50 dieser Slotautomaten kaputt macht, dann kriegt man irgendwas, schaltet man irgendwas frei. Ich habe doch gerade vergessen, was. Aber irgendwas war das. Aha, der kann jetzt also auch Spinnen spawnen, die einen selber helfen. Der steckt ja voller Überraschung in dieser neue Darkbomb. Das hätte ich ja nicht gedacht. Voller Überraschungen. Mit jedem Update kommen neue Sachen dazu. Alte Sachen werden neu. Neue Sachen werden alt. Hä? Aber ist cool. Ist cool, dass er daran arbeitet. Und für einen Ausgleich sorgt. Das ist nicht schlecht. Zeugt ja nur davon, dass sich der Edmund Macmillan auch mit seinem Spiel auseinandersetzt und auch mit der Community. Er hat auch schon nachgefragt, was in seinem Add-on reinkommen soll. Finde ich auch ganz cool. Hat also die Community gefragt, was die Community gerne drin haben möchte, und jetzt probiert er, das alles reinzupacken. Es sei denn, es ist zu aufwendig. Wie zum Beispiel so ein Online-Modus und so, weil das einfach viel zu viel Zeit kosten würde, meinte er. Realistische Sachen sollte man vorschlagen, und wir verlieren gerade wieder viel zu viele Leben. Das ist doch alles schön. So. Für Moms Herz sollte das trotz lang, und wir sollten nochmal unsere Limonparty einsetzen. Bei irgendeinem Gegner, der auch auf dem Boden ist. Au. Ziehen wir uns jetzt auch ein ganzes Leben ab, wenn wir uns selber treffen? Weil wir in The Womp sind? Lemo paar. Oh, er ist schon tot. Das ging ja viel zu schnell. Da schmeißen wir eine Limonenparty und er geht sofort weg. Hat ihm die Limonenparty etwa nicht gefallen? Das wird mich echt traurig machen.
Barbecue, endlich Steine noch sprengen, bevor wir zu Mutters Herz gehen. Und dann sind wir bereit für dich. Ma, wir sind bereit. Komm in die Mitte. Ich nutze jetzt gar nicht den Detonator. Ich glaube, so ist das viel besser. Dann kann ich nämlich schneller schießen. Ohne mich selber zu treffen. Ja, sollte gut machbar sein. Mom sollten wir auf jeden Fall besiegen. Ist ja Dennis, kommen solche blöden Gegner natürlich. So. Dann sollte sie auch gleich unten bleiben, hoffentlich. Ja, gut. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Ja gut, das war jetzt nicht so schwer. Und ich hoffe, das zählt jetzt auch. Weil hier halt diese Trophäe so durchgestrichen ist. Das irritiert mich immer noch. Aber ja, also Chaos Card. Aber ich habe die Errungenschaft dafür nicht bekommen. Ich glaube, dafür sollte es sogar eine Errungenschaft geben, normalerweise. Die habe ich jetzt nicht bekommen. Weil ich einen Mod drin habe, oder was? Wenn ihr da Näheres wisst, dann sagt mir das mal bitte. Aber auf jeden Fall haben wir diese Challenge dann auch geschafft. Das freut uns doch. Aber das wäre ja blöd, wenn ich jetzt nicht freischalten könnte, nur wegen den Mods. Die ja gar nicht so viel verändern, außer der Dark Bum Mod. Muss ich mal schauen, ihr könnt mir auch gerne schreiben, was das damit auf sich hat. Und dann würde ich aber sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.